Sieht das nicht ultra krass schön aus? Ich hoffe, es kommt nur ansatzweise so rot und lila rüber, wie es hier dann ist. Neue Woche, neues Glück. Ein neues Kapitel steht an. Ich bin gerade aufgewacht. So, 2 Stunden später. Mein Akku war leer, ist jetzt wieder voll aufgeladen. Ja, heute ist mal wieder ein sehr spannender Tag und jetzt will ich hier mal über das ganze Thema Gäste reden, wie das jetzt für mich ist und vor allem, weil auch übermorgen mein 2. Jahrestag ist, dass ich glücklicher Landbesitzer bin. Und ja, ich reflektiere jetzt auf viel, wie viel Erfolge ich habe und was schon mal geil ist, der Vergleich von vor 2 Jahren und heute. Jetzt leben hier auf 2,8 Hektar nicht nur ich alleine, sondern 4 Personen. Wir leben jetzt zu viert hier. Und 2 der 9 Gäste, Kaya und Eugen, kommen hierher. Und hier ist zum Beispiel eine mögliche Ankunftsstelle für sie. Weil meine Gäste haben natürlich das Glück, dass ich hier jahrelang gearbeitet habe, monatelang hart gearbeitet habe, dass ich hier jetzt endlich auch flache Flächen habe. Weil ich werde das nie vergessen, wo ich mir das Land gekauft habe. Ich glaube, 3 Monate habe ich direkt an der Straße gelebt. Das ist natürlich nicht angenehm, wenn du in deinem Bett liegst und dann auf einmal fremde Fußgänger an dir vorbeilaufen und in dein Auto reinstarren. Von daher war ich schon die ganze Zeit im Überlegen, wie ich das mit den Gästen machen soll. Und alles, was ich mit denen jetzt in letzter Zeit kommuniziert habe, kommuniziere ich jetzt auch mit euch. Falls ihr auch Interesse habt, mich hier zu besuchen, dann will ich ein bisschen mal auf die komplizierten Sachen hier eingehen. Weil das war mit meinem ersten Gast so und auch jetzt, dass ein bisschen unterschätzt wird, wie aufwendig das hier alles ist. Und auch die Zufahrt, dass man hier eigentlich mit dem Auto gar nicht herkommt. Und habe jetzt mal hier eine... Für meinen Hausbau, das übrigens da bald stehen wird, nächstes Jahr steht hier hoffentlich ein Haus, habe ich jetzt die Zufahrt gemacht. Das heißt, Kai und Eugen, ihr könnt hier verweilen, ihr werdet hier verweilen. Wir sehen uns nachher in der Kamera. Was hier auf jeden Fall zu sehen ist, ich hoffe zumindest hier Wildschweinspuren. Das ist alles voll mit Wildschweinspuren. Hier, das sind alles von Wildschweinen. Oh Gott, die waren heute Nacht hier. Das heißt, Kaya Eugen, ich glaube, ich finde das so geil, hier mit den Wildschweinen zu leben. Vielleicht weiß der ein oder andere noch mein Bushcraft-Video, wo ich dort in der Höhle, wie lange habe ich dort gelebt? 5 Tage, eine ganze Woche. Und da sind die Wildschweine wirklich 3 Meter neben mir gewesen. Oder sagen wir mal 5 bis 10 Meter mindestens. Oh Gott, guck mal, wie viele Wildschweine hier sind. Kein Flecken Erde, das nicht aufgewühlt wurde. Und ja, und deshalb habe ich jetzt zu Kai und Eugen gesagt, ihr könnt jetzt hierher, ihr könnt auf diesem Hektar leben, wo ich gelebt habe und wo ich in Zukunft leben will. Das heißt, sie kommen wahrscheinlich mit ihrem Gepäck da hinten und dann habe ich denen gesagt, ich habe hier einmal eine flache Stelle und hier unten. Oh, das hört ihr meinen Hund? Vielleicht sind die Wildschweine gerade hier. Gehen wir mal hin und gucken. Auf jeden Fall habe ich hier gelebt. Leider ist hier noch Müll, das hätte ich wegmachen sollen. Aber das ist so schön. Kai und Eugen, ich bin gespannt, welchen Platz ihr aussuchen werdet. Ich glaube, 2-3 Stunden solltet ihr ankommen. Jeden Morgen mit dieser Aussicht aufwachen. Wunderschön. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal einfach einen kleinen Landrundgang. Weil ich bin selber gerade sehr... neugierig, was hat sich so in den letzten 2 Jahren getan? Seht ihr diesen Kaktus? Das ist eigentlich auch was ganz Besonderes, weil noch bevor ich mir das Land gekauft habe, habe ich hier einen Kaktus in den Boden gesetzt. Das war eine einzige so eine Scheibe und jetzt ist hier schon fast ein ganzer Baum gewachsen. Dann habe ich im allerersten Jahr, in den ersten Monaten, einfach nur Bäume gepflanzt. So wie dieser Apfelbaum, den habe ich an Weihnachten 21 gepflanzt. Das heißt, der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Und die Brücke auch. Und sie hebt noch. Da bin ich froh. Esche ist echt, Erde ist gutes Bauholz. Schauen wir mal, ob die Wildschweine hier waren. Die Bäume. Der Pfirsichbaum hat mir bestimmt schon an die 10, 12 Früchte gegeben. Ich hatte nur 3 Apfelbäume. Hier habe ich Kartoffeln geerntet. Da ist noch ein Pfirsichbaum. Übrigens, wer sich erinnert, ich habe versucht, einen Pflaumenbaum zu retten, den ich von euren Spenden gekauft hatte. Ich habe den gemeinsam mit dem hier gepflanzt, aber er hat es nicht überlebt.
Ja. Genau. Ah ja, und die tollen Fressfeinde sind auch wieder da, die Schnecken. Und was? Ah, ein paar Tomaten hängen noch, wir haben Chili. Und schaut mal, mein Brokkoli wird aufgefressen. Das ist ein Punkt, da habe ich selbst nach 2 Jahren immer noch nicht richtig Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ja, muss ich mal alles gucken. Aber ich muss sagen, hier läuft alles richtig gut. Viele Kartoffeln geerntet. Oder was heißt richtig gut? Eigentlich richtig schlecht. Aber ich will ja hier jetzt noch nicht autark leben. Ich will mir ein System kreieren, dass ich hier dann in 2-3 Jahren... Oh, die Brücke habe ich echt Angst. Dass ich hier dann so in 2 Jahren autark leben kann. Das heißt, ich finde, wir sind gut im Rennen. Ja, dann auch noch ein paar Worte zum Hausbau. Also Kai und Eugen, wenn ihr hier Zeit verbringt, vielleicht wollt ihr genau dort hier übernachten, weil hier will ich das Haus haben, dann muss das Gestrüpp noch und so weiter weg. Hier will ich noch einen Hühnerstall bauen, das wisst ihr. Und Frank, wir setzen deine Idee übrigens um. Das will ich dir noch richtig zeigen, weil das hast du mir ja extra skizziert. Wir sehen hier deinen 1000-Liter-Tank. Und einer meiner geilen Gäste hat jetzt praktisch das gemacht, was du mir empfohlen hast. Nur nicht mit Zwischentank, sondern mit einem Eimer. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben eine Wasserpumpe von unten und können jetzt den 1000-Liter-Tank mit der Pumpe auffüllen. Sehr, sehr geil. Das heißt, wenn es jetzt mal 2-3 Wochen nicht regnen sollte, kann ich mit deinem 1000-Liter-Tank hier alles bewässern. Hier will ich eine kleine Gartenfläche haben, hier wie gesagt die Hühner, hier das Haus, hier die Aussicht. Geil! Richtig, richtig, richtig geil. Und Leute, ihr kennt ja mein Land. Ich habe ja 1 Hektar davon Wildlife Zone getauft, wo ich will, dass alles wild wächst. Und tatsächlich, ich war hier jetzt halt, ich glaube in einem ganzen Jahr war ich nicht mehr hier. Hier hatte ich damals alles frei gemacht, damit ich hier zumindest mal laufen kann. Und ich hatte Pilze versucht anzubauen. Das habe ich komplett vergessen, das war aber schon 2 Jahre her. Da habe ich hier einfach nichts mehr gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier Pilze finden. Und ich habe auch dicke Eichenstämme im Wasser irgendwo, dass ich als Bauholz benutzen kann. Und natürlich die Dornen, die einem das Leben hier überall schwer machen. Für diesen Holzstamm habe ich damals reingebohrt und habe so Mycelium-Blacks reingemacht, damit zum Beispiel Shiitake hier wächst, aber ich habe das nicht gescheit gemacht. Da wachsen so vereinzelt Pilze. Ja, schaut sich an. Und hier ist die Küche. Genau dort war ich gerade, da kann man nicht mehr durchlaufen, da sind mir zu viele Dornen. Aber ja, hier wohnt jetzt einer der Gäste in meinem alten Zelt, das leider kaputt gegangen ist. Das hat den harten Winter hier nicht überlebt. Und so Zelte sind ja auch nicht gemacht, einen ganzen Winter lang draußen zu bleiben. Das heißt, er hat das jetzt mit so Plastikfolien noch die Löcher abgedeckt und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich habe hier eigentlich so gut wie keine Regeln. Deswegen ist mein Motto, dass Leute herkommen. Sowas wie eine richtige Community will ich hier nicht gründen. Das habe ich auch nicht vor. Ich habe dazu schon ein paar Videos gemacht. Ich war jetzt schon in bestimmt 5, 6 verschiedenen Communities. Eine spirituelle Community aus Indien, die auch immer nur das Gute will. Aber das Schlechte gehört auch zum Leben. Wir haben alle Scheißzeiten. Wir wollen alle mal alleine sein. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wenn hier jemand alleine sein will, dann soll er das machen. Hier ist niemand gezwungen, sich irgendeiner erzwungenen Gemeinschaft zu fügen. Wenn jemand faul ist, darf er faul sein, solange er sich um seine eigenen Sachen kümmert. Und genau, hier sind wir jetzt an der Strömung. Wir sehen, hier habe ich keinen Überlauf gehabt. Dort ist es eingebrochen, das muss ich alles noch reparieren. Da hält es auf. Und ja, das finde ich hier auch geil. So wirklich wissen, was jetzt hier passiert, weiß ich nicht. Ich habe hier dieses eklige Plastik, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil eigentlich wollte ich gar kein Plastik auf dem Land haben.
Und ich bin auch allgemein mal gespannt, wie das jetzt alles so wird mit unseren verschiedenen Glaubensrichtungen, wie wir miteinander passen. Weil ja, das wird jetzt auch spannend für mich. Weil ich nehme euch mal mit in meine Gedanken. Rein prinzipiell ist es mir fast egal, was hier im Gästebereich passiert. Ich würde natürlich gerne sagen, mir ist es komplett egal. Eventuell habe ich es auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich bin halt ein sehr naturverbundener Mensch und mir ist das autarke Leben sehr wichtig. Aber jetzt nicht, weil ich Geld spare und ein autarkes Leben will, sondern ja, ich will kein Bauholz aus Brasilien hierher liefern, weil meiner Meinung nach ist unser Kaufverhalten der Grund für die weltweiten Katastrophen. Also in manchen Punkten natürlich. Und für mich macht es keinen Sinn, auch nur wegen finanziellen Gründen Bauholz aus dem IKEA zu holen, statt hier selber Bäume zu fällen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Weil ich brauche für mein Haus schon einiges an Bauholz. Aber ich glaube, ich habe mehr, als ich brauche. Von daher wird das ein Thema, Olga und Kaya, wo wir wahrscheinlich die Woche dann drüber reden werden, wie wir an unser Bauholz kommen. Weil das ist meins. Das habe ich alles entrindet, ich habe es behandelt, ich habe teilweise eingeölt. Da habe ich monatelange Arbeit reingesteckt, das ist meins. Aber der ganze Wald da hinten ist unser, würde ich sagen. Man sieht hier schon, wir sind hier schon am Aufräumen. Aber hier liegen überall solche fetten Stämme rum. Und wenn ihr euch die Mühe macht, das zu entrinden und zu transportieren und so weiter, ist es euers. Und dann kommen wir hier jetzt auch zu dem Gästebereich. Den Bereich, den ihr wahrscheinlich schon kennt am meisten. Direkt dann hier am zukünftigen Food Forest. Und ich könnte gerade wieder so glücklich sein. Also auch dank meinem ersten Mitbewohner, ich muss mal gucken, ob ich seinen Namen eigentlich sagen darf, haben wir zusammen das hier gebaut und es funktioniert so geil. Ich brauche für meinen Laptop keinen Wechselstrom mehr. Ich habe jetzt locker 4 Laptop-Ladungen am Tag, wo ich dann für euch auch Videos schneiden kann. Und das nimmt mir so viel Stress. Ich saß jetzt eine Stunde, habe das Kartoffelvideo geschnitten, das kriegt ihr vielleicht nächstes Wochenende. Und es ist einfach so gechillt, dass ich mich einfach hinsetzen kann, ohne irgendwie in meinem Auto zu sitzen, so gebeugt zu sein, mich extrem zu stressen, weil ich immer nur eine Akkuladung in der Regel hatte. Oder ich habe Geld gebraucht, um in die Bibliothek zu fahren, Sprit und so weiter. Und deswegen bin ich da schon mal mega froh. Und das wird jetzt ein krasses Kapitel. Ich bin so aufgeregt, wie das alles wird. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich meinen Ehrgeiz hier gezügelt bekomme. Weil mir ist jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen, dass ich sehr gerne Sachen zu Ende bringen will. Das ist ja dann mein Ehrgeiz, mein Ziel, den ich mir selber im Kopf verursache. Und deswegen war das auch so ein Thema, wie ich das jetzt handle mit neuen Gästen. Weil da kommen ja natürlich Fragen auf und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum ich es für wichtig halte, dass jeder erstmal sein eigenes Ding macht, sich selber einrichtet, eigene Küche. Dass ich zum einen die Freiheit habe, beziehungsweise weniger Stress habe. Und deshalb haben wir jetzt ein bisschen eingerichtet, dass montags immer so eine Art, ich will es jetzt nicht unbedingt Community-Meeting nennen, aber so ein kleines Meeting, dass wir da zusammen frühstücken, Kaffee trinken und dann über die Sachen reden. Ich habe hier zum Beispiel schon angefangen jetzt zu markieren, wo eure Bäume gepflanzt werden. Ich habe euch ja wieder eine Umfrage erstellt in einem Community-Tab. Und da habt ihr euch hier für diesen Bereich entschieden, das heißt, dazu wird es dann zeitnah ein Video geben. Detail, ich bin mal richtig gespannt, wenn die richtige Regensaison anfängt, wie das dann wird. Und das wird dann wahrscheinlich Teil des neuen Videos. Entweder die Terrasse oder sehr wahrscheinlich erstmal nur die Terrasse, dass ich den Wasserungsgraben zu Ende ziehe. Und genau, das ist auch ein großer Punkt mit den Gästen, weil es gibt viele tausend verschiedene Wege zu gärtnern. Ob Permakultur, ob Monokultur, ob Agrarkultur, ob Food Forest. Und da gibt es natürlich verschiedene Glaubensrichtungen. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Weil ich sag mal, der typische Gärtner, der den ganzen Mulch vom Boden nimmt, was verursacht, dass der Boden schneller trocken wird und er dann öfters wässern muss, der hat ja in der Regel die Freiheit, dass er jeden Tag wässern kann. Aber hier haben wir Wasserknappheit, das heißt, wir müssen hier sehr schlaue Systeme machen.
guck mal, wie viel Bauholz. Wir haben das jetzt mal so sortiert, dass wir die schönen geraden Stöcke hier haben. Hier kommt übrigens ein Hühnerkäfig hin. Und hier ist dann die Terrasse. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nur noch die Erde hier drauf bewegen. Dann kann man hier Bäume pflanzen. Hier brauchen wir noch einen Bewässerungsgraben. Und genau. Sehr, sehr spannend. Und den Bereich werdet ihr wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen. Beziehungsweise der ganze Eukalyptuswald, der wird diesen Winter gerodet. Da will ich mein Haus von bauen. Das heißt, ich hoffe, ich habe da so an die 100, mindestens 100 3 Meter lange Stäbe, damit ich daraus das Dach bauen kann. Und dann lasse ich von jedem Dinger einen Baum weiter wachsen. Die Bäume sind jetzt auch 2 Jahre alt, beziehungsweise 1,5. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich mir das Land gekauft habe. Und dann gibt es viele spannende Informationen zum Thema Food Forest Design. Weil wir haben hier eine Strömung und es ist auch so ein Wissen, was viele im typischen Gärtnern falsch verstehen. Da denken viele, dass sich Pflanzen gegenseitig das Wasser rauben. Und da gibt es viele interessante Videos von Jeff Lawton und so weiter, Permaculture Design. Die zeigen, dass die Pflanzen das Wasser ansaugen, die heben das Grundwasser an. Das heißt, die klauen sich nicht das Wasser, sondern die verstärken sich. Und deswegen werde ich hier entlang der Strömung ganz viele Bäume und Pflanzen pflanzen. Und nicht mit dem Gedanken, dass sie sich gegenseitig das Wasser klauen, sondern mit dem Gedanken, dass die Wurzeln durch die osmatische Wirkung das Wasser ansaugen. Und jetzt mache ich etwas, wo ich selber nicht so richtig weiß, ob das jetzt richtig ist oder zu früh oder ja, wie sich meine Gedanken da in den nächsten Wochen sammeln werden. Aber ich habe vor, euch alle hier einzuladen. Das ist jetzt wirklich ein frisch aufgekommener Gedanke. Also unentgeltlich, dass ihr hierher kommen könnt und einfach mitmachen könnt. Das Problem ist, ich habe keine Zeit im Kopf dafür, das ganze Jahr über zu managen. Ich habe jetzt schon einige Anfragen gehabt, die dann wieder abgesagt wurden oder einen Tag vorher storniert wurden oder gar nicht storniert wurden. Und ich glaube, die letzten 6 Gäste, die kommen wollten, haben alle abgesagt. Deswegen muss ich gucken, wie ich das dann genau mache. Aber ich bin am Überlegen, dass ihr mir helfen könnt, das Haus zu bauen. Beziehungsweise Bäume zu fällen, Bäume zu entrinden, Holznägel herzustellen, Naturschnur herzustellen. Weil da können wir voneinander gegenseitig profitieren. Ich gebe euch absolut gar nichts. Ihr könnt herkommen, von mir bekommt ihr nichts. Aber ihr werdet auf jeden Fall mit viel Wissen davon profitieren. Wir werden Spaß haben. Wie gesagt, hier gibt es keine festen Arbeitszeiten. Ihr könntet auch herkommen und einmal in der Woche arbeiten. Das, wie gesagt, ich habe gerade selber ein bisschen Angst, dass ich alles sage. Aber wie wäre es, wenn ich im März oder April, ich sage jetzt mal Mitte März, Ende März, hier eine Woche lang euch alle einlade. Und jeder, der kommen will, kann dann hier mit seinem Zelt kommen. Ein Gast kann hier im Dinger übernachten im Zelt. Dann könnt ihr alle herkommen und dann vielleicht sind wir dann so 10, 20 Leute, wo ihr dann viel Spaß haben könnt. Falls ja, dann schreibt einfach mal eine E-Mail an healing.earth.pt@gmail.com, falls ihr da Interesse habt, oder einen Kommentar. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kommen jetzt bald die Gäste. Ich hocke mich jetzt hier in mein wunderschönes Büro, lade meinen Laptop hier auf und schneide dieses Video. Sehr, sehr geile Zeiten. Komm auf uns zu. Viel Spaß, euer Robin.